2, 1, go! Kommunistenkneipe, der Podcast mit Paddy und Flo von DK. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Kommunistenkneipe. Heutiges Thema ist Kriegspropaganda im Kontext des Ukraine-Krieges, aber auch die Rolle der Kulturindustrie und auch die Kommerzialisierung von Kriegspropaganda. Und dafür haben wir uns eine Gästin eingeladen, und zwar die Susanne Wittstahl. Erstmal hallo Susanne an dich. Guten Abend. Schön, dass du hier bist. Susanne, du bist Journalistin, du schreibst unter anderem für die Junge Welt, bist aber auch Chefredakteurin der Zeitschrift Melodie und Rhythmus, bist auch Buchautorin, hast mehrere Bücher geschrieben über das Thema regressive Strömungen in radikalen Linken, wie die Antideutschen zum Beispiel. Und genau, habe ich irgendwas vergessen? Nichts, was jetzt in diesem Kontext relevant wäre. Okay, super, alles klar. Und natürlich auch ein Hallo an Flo, das vergesse ich auch mal gerne. Hi. Ist ja auch noch da. Hallöchen. Genau, also, die Stimmung ist, wie schon seit Monaten, seit Beginn des Ukraine-Krieges, sehr aufgeheizt. Wir erleben, dass das kritische Perspektiven oder Kritik an dem aktuellen Kriegskurs der NATO und der Bundesregierung sehr schön diffamiert werden und dass ja eigentlich alle Gegenmeinungen zur aktuellen Mainstream-Meinung sehr schnell plattgebügelt werden. Es gibt eine allgegenwärtige Kriegspropaganda und Desinformationskampagnen und so weiter und so fort. Und in dieser aktuellen Stimmung nehmen Teile der deutschen Linken eine leider sehr unrühmliche Rolle ein. Und da hatte Flo auch schon direkt die erste Frage zu dem Thema. Ja, genau. Also was Paddy gerade beschrieben hat, ist ja eigentlich dramatisch genug. Aber es ist ja keineswegs so, dass man davon sprechen kann, dass wir eine zwar kleine, aber dafür geschlossene Linke sind, eine Minderheit, die dem gewaltigen Mainstream gegenübersteht. Nee, es ist ein bisschen anders. Die ganze Kriegsideologie, der ganze Militarismus und alles, was noch dazugehört, ist ja auch innerhalb linker Strukturen mittlerweile virulent. Das muss man schon so klar sagen. Also es kann dieser Tage ja sogar passieren, dass man als Kommunist in die Verlegenheit gerät, Leute wie diesen Richard David Precht, Herrn Augstein oder auch Andi Schwarzer oder sogar den Papst. Dieter Nuhr, ja, auch sehr überrascht. Gegen vermeintliche Genossen, in Anführungsstrichen, verteidigen muss, wenn sie sich zaghaft, nachdenklich, kritisch über Militarisierung äußert, aus welchen Motiven auch immer, anderes Thema. Und dass wir so weit gekommen sind, ist freilich nicht über Nacht passiert. Aber was die Gegenwart betrifft, das würde mich wirklich interessieren, Susanne, wie schätzt du eigentlich die Gemengelage innerhalb dessen, was wir die radikale Linke nennen, ein? Denn ich meine, von Linksliberalen müssen wir jetzt erstmal gar nicht reden. Ich rede jetzt wirklich von den Leuten, die sich möglicherweise sogar selber für marxistisch gebildet halten. Hast du den Eindruck, dass zumindest hier, in diesem Spektrum, antifaschistische oder klare Positionen zum gegenwärtigen Konflikt in der Mehrheit sind? Oder was ist dein Eindruck? Ja, also ganz klar nein. Also man muss wirklich sagen, es dominiert eine Linke, die hatte Domenico Losurdo mal als pro-imperiale Linke bezeichnet. Ich finde den Begriff recht brauchbar. Er hatte schon nach 2010 war das ein Buch geschrieben, Wenn die Linke fehlt, und hatte wirklich da auch schaurige Szenarien prognostiziert. Hatte teilweise schon Szenarien beobachtet, weil es gab ja auch vorher schon große Verwerfungen. Man muss ja nur mal an den Libyen-Krieg denken. Man muss eigentlich noch viel weiter zurückgehen, nämlich zum Jugoslawien-Krieg. Das tun wir jetzt aber erstmal nicht. Er hatte einfach Szenarien analysiert, die jetzt ganz bittere Realität geworden sind. Der hat ja damals, ich finde das sehr interessant, ich kann das jetzt nur paraphrasieren. Er hatte damals auch gesagt, diese Linke, die da Raum greift, die immer hegemonialer wird und die immer aggressiver wird, auch in der Durchsetzung ihrer Ziele, das ist eine Linke, die es nicht nur mit dem Pentagon verbandelt und mit den imperialistischen Kriegen der NATO, sondern wenn die jetzt nicht aufpasst, dann wird die eines Tages neben dem Duce
aufwachen. Also er meinte natürlich Mussolini, er hatte das natürlich vorwiegend an die Linke adressiert in Italien. Und dieses Aufwachen neben dem Duce, das ist ein wunderschönes Bild, das ist jetzt tatsächlich Realität. Und die deutsche Linke wacht natürlich neben dem Führer jetzt auf, sprich neben natürlich seinem Geist. Und das ist natürlich ein gigantisches Problem. Und wenn man sich mal das Spektrum so anguckt, bis hinein in antifaschistische Linke gibt es jetzt wirklich Leute, die den Faschismus in der Ukraine verharmlosen, die ihn verschleiern, die dem Nationalismus plötzlich was abgewinnen können. Also ne, wir haben immer hier so Strömungen gehabt, das waren so die Light-Version der Antideutschen, die hatten noch einige linke Elemente in ihren ganzen verwirren Ideologien. Nämlich die Antinationalen, also wenn man da guckt, ehemalige Antinationale, der Begriff kommt kaum noch vor, das sind jetzt Leute, die dem Nationalismus frönen, die Nazis in der Ukraine runterreden, schönreden, leugnen, pauschal, das ist ja mittlerweile zum Mantra geworden, alles, was da noch an Aufklärung geleistet wird, alles, was es noch an Kritik gibt von aufgeklärten antikapitalistischen Linken, wird als russische Propaganda abgebügelt. Und da muss man wirklich sagen, da sind sich die aggressivsten Springermedien mit erheblichen Teilen der deutschen Linken mittlerweile einig und völlig auf Linie. Und was ich noch ein riesiges Problem finde, ist eben, dass eben eine regelrecht fast schon systematische Umetikettierung von Nationalisten und Nazis zu Linken stattfindet. Also da kann man tatsächlich teilweise schon von orwellianischen Verkehrungen sprechen, die wir hier gerade erleben. Und das ist natürlich etwas, wo knallharte, schonungslose Ideologiekritik gefragt wäre, aber die kann ich kaum irgendwo entdecken. Hast du denn konkrete Beispiele, die du jetzt meinst? Weil ich habe ja nach der radikalen Linken gefragt, die Antideutschen, ja, auf jeden Fall. Darüber könnte man eine ganze Sendung machen. Aber im Spektrum derer, die sich im weitesten Sinne als marxistisch definieren, beziehst du dich da auf was Konkretes gerade? Also ich würde jetzt mal sagen, sollten wir vielleicht mal auf verschiedenen Ebenen sprechen. Also man muss sagen, dass ein immer noch großer Teil der radikalen Linken völlig orientierungslos und verwirrt, schon fast hilflos wirkt und gar nichts sagt. Das sind mir noch übrigens die Liebsten, obwohl sie eigentlich laut schreien müssen. Ist es mir dann immer noch lieber, dass sie keinen allzu großen Blödsinn reden. Dann muss man eben die sehen, die sich als Antifaschisten verstehen und die sich 10 Jahre abfeiern, wenn es ihnen gelingt, ein Ei auf einen AfD-Stand zu werfen. Zu mehr bringen sie es auch nicht. Da ist auch nicht mehr Potenzial und auch nicht mehr Potenzial an Zivilcourage, irgendwie einen AfD-Rentner zu schubsen. Das ist dann eine Glanztat, von der sie 20 Jahre zehren können. Das ist jetzt eine bittere Polemik von mir, aber ich kann leider nicht anders. Im autonomen Anarcho-Antifa-Spektrum ist das Tabu, Rechten eine Bühne zu bereiten, quasi im Handstreich abgeräumt worden. Aktuelles Beispiel, die Rote Flora, also das Autonomenzentrum in Hamburg, führt einen Propagandafilm für die FK Arsenal Kiew Hooligans Hutz Clan auf. Die Mitglieder dieser Schlägertruppe wollen, wie sie sagen, Spaß haben und wie sie auch sagen, russische Schweine killen. Sie wollen mit ihren Panzerabwehrgranatraketen Pau Pau machen und dann regnet es eine Menge Finger, Beine, Hände und andere Scheiße. Das sind O-Töne aus dem Film, die ich jetzt rezitiere. Da Russen also ganz offenbar für sie keine Menschen sind, haben sich einige der Hutz-Clan-Männer auch schon an der Antiterroroperation der Feldzug der ukrainischen Armee gegen die aufständische Bevölkerung im Donbass genannt wird, das ist der Propagandaname, haben sich daran beteiligt.
Also wir reden hier von einer Operation, die seit 2014 andauert und permanenter Beschuss für die Zivilbevölkerung im Donbass bedeutet, dass sie an der Seite mit nationalistischen und faschistischen Einheiten kämpfen. Das kümmert die Hutz-Hutz-Clan-Männer auch nicht wirklich. Ihre Ausflüchte heißen sowas wie, wir haben einen großen Feind, ein großes Problem, einen Krieg gegen unser Land. Also das heißt, der Nationalismus ist ihnen viel, viel wichtiger als der Antifaschismus, den sie sich auf die Fahnen geschrieben haben. Und das ist also wirklich ein mehr als bizarres Weltbild, was diese Leute abgeben, die sich dann nicht nur antifaschistisch, sondern auch antiautoritär und antirassistisch nennen. Ja, und dann kann man sich schon vorstellen, was sie als Antifaschismus dann weiterhin verstehen. Das ist für sie der Kampf gegen den neuen Hitler, wie sie sagen. Und dann ist das natürlich nur noch konsequent, dass am Ende des Films dann der Gruß der faschistischen Banderisten Slava Ukraini intoniert wird. Wie gesagt, das findet alles in der Roten Flora statt, die auch noch ein Interview angekündigt hatten mit einem, wie sie sagen, Genossen von einem belarussischen Regiment, das auf der Seite der Ukraine kämpft. Dieses Regiment besteht aus Nationalisten. Und wenn man sich mal die PR-Videos anguckt, dann sieht man auch, dass Ausbilder mit Azov-T-Shirts, also von dem Nazi-Regiment, dort zu sehen sind. Und sie haben recht prominente Kämpfer, darunter auch ein Vorsitzender einer rechten Jugendorganisation, die Maladi Front heißt. Das ist eine Schwesterorganisation der Jungen Union in Deutschland. Und dieser Mann hat vorher in einer belarussischen Kompanie, die mit Azov verbunden ist, gedient und hat dort den Spitznamen Werwolf erworben. Also wer sich mal informieren möchte, welche Bedeutung, welche Symbolik der Werwolf im klassischen Faschismus hatte, in Nazi-Deutschland, der soll mal ein bisschen googeln. Also man muss wirklich sagen, dass im autonomen Spektrum eine totale Verwirrung herrscht über die Frage, ja, wo eigentlich der Unterschied zwischen links und rechts liegt. Und vor allen Dingen muss man tatsächlich sagen, dass der NATO-patriotische Rausch auch die autonome linksradikale Szene schon längst ergriffen hat. Dann muss man natürlich gucken, dass, wenn man das beim CSD oder so sieht, wie dann eben Linke mit ukrainischen Nationalisten und auch Faschisten auf einer Demo marschieren. Das ist übrigens ein Phänomen, das man in ganz Europa sieht. Gab es da nicht sogar auch irgendwie jetzt den Fall, dass da Sicherheitsmitarbeiter, glaube ich, irgendwie Nazi-Tattoos hatten? Oder irgendwie genau, sonst? Und das ist zum Beispiel auch, wird dann als Bagatelle abgetan. Finden wir alles nicht so toll, aber naja, ja, das ist ja auch kaum thematisiert worden. Wobei man jetzt nicht den Fehler machen darf und den Mainstream CSD, der ne, vom Berliner Senat gefördert wird, als links zu bezeichnen. Das ist er schon lange nicht, war er, glaube ich, nie wirklich und schon gar nicht linksradikal. Wir dürfen natürlich jetzt nicht den Fehler machen, aber mich beunruhigt schon, dass es sehr wenige Linke gibt, die das stört, dass auf dem CSD Nazi-Ordner sind. Übrigens nicht das erste Mal. Und übrigens, dass auf dem CSD NATO-Flaggen wehten, auch wenige, aber immerhin, sie waren vorhanden. Und dass auf dem CSD auch
eben Waffenlieferungen an die Ukraine gefordert worden von ukrainischen Nationalisten. Also die durften da mitmarschieren und das völlig unbehelligt. Und das ist übrigens überall das gleiche Bild. Also da ist einfach eine Abwesenheit von linker Kritik und linker Aktion. Aber ich möchte jetzt auch noch mal auf die, das glaube ich, das ist wirklich sehr wichtig, weil da sitzt das Geld und da sitzt Macht. Möchte gern mal auch auf die parlamentarische Linke eingehen. Also ich sehe, dass das bei der Linkspartei nicht besser ist. Man braucht sich nur den Parteitag in Erfurt anzuschauen. Da ist genau diese völlige, wie soll man sagen, falsche Proportionierung vorgenommen worden, dass man da vom russischen Faschismus plötzlich sprach. Aber da meinte man nicht die Tatsache, dass es in Russland auch Faschisten gibt, irgendwelche faschistischen Organisationen am Rande der Gesellschaft, sondern da wurde tatsächlich allen Ernstes die russische Regierung als faschistisch eingestuft und das blieb weitgehend unwidersprochen. Und das finde ich schon sehr bedenklich, weil die russische Regierung ist definitiv keine faschistische Regierung, auch wenn es starke Rechtstendenzen gibt. Aber das sind andere und ist eine bürgerliche Rechte. So, das muss man wirklich unterscheiden. Sonst könnte man auch die CDU in Deutschland als faschistische Partei einstufen. Da sage ich ja, da gibt es auch so ein paar Tendenzen und trotzdem ist die CDU keine faschistische Partei. Also ich will sagen, hier sind Differenzierungen dringend nötig. Die werden nicht gemacht und die werden von einer Linkspartei offenbar wohlweislich nicht gemacht, weil man eben einfach letztendlich voll auf NATO-Linie eingeschwenkt ist, mehr oder weniger voll. Ich finde aber sehr interessant, was der Think Tank der Partei Die Linke, nämlich die Rosa-Luxemburg-Stiftung, macht. Und da muss ich sagen, da haben die Leute, die sich jetzt über solche Phänomene, wie ich sie gerade beschrieben habe oder wie wir sie gerade hier festgestellt haben, aufregen, da haben die auch wirklich in den letzten 10 Jahren geschlafen. Weil man muss wirklich sagen, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung schon seit einigen Jahren im ziemlich großen Stil genau diese Umetikettierung vornimmt. Und und Linke in der Ukraine unterstützt, die ich mehr als fragwürdig betrachte, die ich aber nicht mal mehr als pro-imperial bezeichnen würde, sondern das sind teilweise überhaupt keine Linken mehr oder es sind Linke, die unheilige Allianzen eingegangen sind, je nachdem. Also ich will jetzt mal so ein Beispiel geben, weil mir das vorhin gerade nochmal eingefallen ist bei den Vorüberlegungen zu dieser Sendung hier. 2016 hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung erklärt, dass zu ihren Kooperationspartnern pro-sowjetische und marxistische Linke zählen würden. Ja, das ist zustande gekommen, weil die Tageszeitung Junge Welt, ich hatte darüber Seite 3 gemacht, also Hintergrundartikel geliefert, dass ich eben da aufgezeigt hatte, dass die Rosa-Luxemburg-Stiftung mit sehr, sehr merkwürdigen Organisationen und Parteien in der Ukraine zusammenarbeitet. Daraufhin hatte die Rosa-Luxemburg-Stiftung eben erklärt, nein, das sei ja anders, sie würden auch mit Marxisten arbeiten. Ja, sie haben damals genannt die Bergarbeitergewerkschaft in Kryvyi Rih. Ja, diese Bergarbeitergewerkschaft gehört zur unabhängigen Gewerkschaft der Bergarbeiter der Ukraine, NPGU. Ja. Und das sein Partner der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das stimmt auch. Ja, guckt man sich natürlich an, was macht denn dann diese angeblich pro-sowjetische marxistische Gewerkschaft? Ja. Erstmal muss man sagen, als es noch ukrainische Investigativmedien gab, heute sind alle zerschlagen, ja, das ist ja längst Geschichte, aber als es noch welche gab, haben sie genau diese NPGU ziemlich deutlich nachgewiesen, dass das eine Pseudogewerkschaft ist, die gesteuert wurde von den Kohleoligarchen. Also was heißt wurde? Die existiert noch. Ja, dann muss man sich mal angucken, also der Kooperation, ne, eine Gewerkschaft, die unter einem Dach ist von einer Gewerkschaft, Bergarbeitergewerkschaft,
Die Partner der Rosa-Luxemburg-Stiftung, ich betone das nochmal, wird gefördert von United States Agency for International Development. Ich sage es mal gleich, was das ist. Das ist eine US-Behörde, die hauptsächlich einem Geschäft nachgeht, und das sind Regime Changes anzuzetteln, was sie in der Ukraine, wie wir wissen, im großen Stil gemacht haben. Ja, diese Gewerkschaft ist stramm antikommunistisch. Die hat für die sogenannte ATO geworben, Antiterroroperation, die ab 2014 im Donbass von der ukrainischen Armee durchgeführt wird und bis heute anhält, muss man ja sagen. Also wir müssen ja nochmal betonen hier auch, oder ich möchte das nochmal betonen, dass im Donbass der Krieg seit 2014 tobt und die Bevölkerung in Donetsk zum Beispiel in anderen Gebieten seit 8 Jahren von ukrainischer Artillerie beschossen wird. Ja, das stimmt. Das vergessen viele auch gerne, ne? Dass der Krieg halt... Ja, das wird gern vergessen, und der beharrlich behauptet, der Krieg hätte am 24.02.2022 angefangen. Ja, jetzt nochmal zu der Gewerkschaft. Also ich könnte über diese Gewerkschaft sehr viel noch sagen, da fehlt uns die Zeit. Aber ich glaube, man sollte schon auch nochmal erwähnen, dass sie tatsächlich in den 90er Jahren schon mit der faschistischen Partei Una Unso kooperiert hat. Da muss man gleich dazu sagen, dass für die, die jetzt sich nicht so gut auskennen, die UNA UNSO ist die Nachfolgeorganisation der OUN und UPA, also stramm faschistische Organisation, auch Kernorganisation des rechten Sektors. Und wer noch wissen möchte, was die UNA UNSO noch so macht, sie hat den Partnerschaftsvertrag mit der NPD in den 90er Jahren. Ja, und also man könnte jetzt ohne Ende über diese Gewerkschaft weiter sprechen. Das machen wir jetzt aber hier lieber nicht. Aber wir sollten eben einfach noch mal festhalten, dass das für eine Linke, die den Namen verdient und die mit dem Namen Rosa Luxemburg in die Öffentlichkeit geht, sich solche Kooperationspartner vielleicht lieber nicht aussuchen sollte. Und es ist ja auch so, dass gerade dieser Tage oder die letzten Wochen, glaube ich, nicht systemtreue Gewerkschaften systematisch verfolgt und verboten wurden in der Ukraine. Das muss man auch mal betonen. Das wird auch so mit einem systematischen Desinteresse vieler Linker begleitet. Das wollte ich nochmal erwähnen. Ganz wichtig ist das, was du da gerade sagst. Ich will jetzt nochmal ein Beispiel, weil man könnte jetzt sagen, okay, die Linke ist eh rettungslos, also die Partei Die Linke und ihre Stiftung ist rettungslos verloren, sagen mittlerweile viele, wahrscheinlich haben sie nicht Unrecht. Man könnte dann sagen, okay, ja, ist so. Aber es ist eben auch leider so, dass auch außerparlamentarische Linke, die eine lange Tradition haben, wie das Medium Analyse und Kritik, um jetzt mal ein bisschen ganz aktuelle Beispiele zu bringen. Also die Rosa-Luxemburg-Stiftung hat ihre Politik nicht geändert, die läuft bis heute so. Ich bin jetzt nur mal kurz in die Vergangenheit gegangen. Aber Analyse und Kritik, ja, als auch Organ der interventionistischen Linken und so weiter und so fort, fährt jetzt eine ähnliche Politik. Also sie haben eine Recherchereise in die Ukraine gemacht, was ich erstmal richtig toll finde. Gute Sache, gutes Projekt. Und dann haben sie aber interessanterweise fast ausschließlich Linke zu Wort kommen lassen, die Regierung unterstützen in der Ukraine, die ich als pro-imperiale Linke mindestens bezeichnen würde. Eine Linke, die natürlich auch die Militäroperation unterstützt, die Streitkräfte unterstützt, pro-westlich im Sinne von pro-NATO sind. Und das finde ich für eine ein Organ des deutschen Linksradikalismus, also wirklich sehr merkwürdig. Also zum Beispiel linke Opposition gibt es in der Ukraine. Das ist eine Bewegung, die den Maidan auch unterstützt hat. Einer ihrer Gründer war Zachar Popovic, der ist 2003 aufgeflogen wegen vielfachen Betrugs. Der hatte Spendengelder für nicht existierende Organisationen eingesammelt
Und er hat gelogen und betrogen, dass das Zeug hält. Man muss wirklich auch sich eins klar machen: Ein Teil dieser Organisationen, ja, die hier in Deutschland von pro-imperialen und dummen Linken abgefeiert wird, sind teilweise nichts anderes als Geldsammelmaschinen. Ja, das sind teilweise schlichtweg auch Kriminelle, die sich einfach bereichern, weil sie wissen, wie verblendet und verblödet die westliche Linke ist. Das kann man nicht anders sagen, auch wenn das wieder mal polemisch ist. Ja, die ist diese Linke ist oder beziehungsweise einige Personen, die der linken Opposition heute angehören, sind damals vom trotzkistischen Komitee für eine Arbeiterinternationale auch ausgeschlossen worden, weil ihr Betrug einfach nachgewiesen worden war. Nun muss man dazu sagen, linke Opposition ist vielleicht bekannter durch das Bündnis, das sie initiiert haben, nämlich soziale Bewegung. Und das ist auch das Bündnis, das eben von der Analyse und Kritik ausgiebig gewürdigt wird. Aber die linke Opposition ist eben wichtig als sozusagen als der Kern, als der Kopf dieses Bündnisses und als Initiator. Und nochmal zur linken Opposition: Die haben tatsächlich die Putschregierung von Yatsenyuk. Wir wissen, Yatsenyuk war ein, oder der lebt ja noch, ist ein Faschist. Ja, die haben sie für legitim erklärt, öffentlich. Sie haben das EU-Assoziierungsabkommen, den politischen Teil jedenfalls davon, den haben sie befürwortet. Das hieß, um es nochmal zu übersetzen für die, die das Abkommen nicht kennen, das heißt militärische Zusammenarbeit der Ukraine mit dem Westen. Also das muss man, glaube ich, nicht weiter erläutern. Und im Organisationskomitee der linken Opposition saßen auch Leute, die eben in den Streitkräften damals schon, also rede ich jetzt von 2014, in den freiwilligen Bataillonen gekämpft haben. Also zum Beispiel ein Mitglied des Organisationskomitees war in einem Bataillon, das aufgelöst wurde, weil es massive Gewaltverbrechen gegen die Bevölkerung begangen hat. Und das ging sogar der ukrainischen Regierung zu weit. Und das heißt wirklich was. Ja, und soziale Bewegung, ne, die jetzt also von AK da auch so ausgiebig, ja, muss man, und sehr unkritisch vorgestellt und letzthin gefeiert werden, hat auch tatsächlich mit Nazis kooperiert damals. Da gab es eine Organisation Autonomer Widerstand, die haben Gedenkmärsche für die faschistische UPA durchgeführt. Die haben 2016 den 99. Geburtstag des Kommandeurs des ehemaligen deutschen Nazi-Bataillons Nachtigall, Roman Schuchewitsch, gefeiert. Diese Leute wurden von der sozialen Bewegung tatsächlich als Genossen bezeichnet, konnte man in Veröffentlichungen nachlesen. Ich habe das damals alles recherchiert. Ja, die haben mit denen gemeinsam in Odessa Demonstrationen gemacht und so weiter und so fort. Und das sind natürlich wirklich absolut schaurige Verbindungen, die da passieren. Und die restlichen Organisationen, die da, die meisten, also bis auf ein, zwei Ausnahmen, sind wirklich alles Organisationen, die würde ich so, also klar der pro-imperialen Linken, aber auch so dem grünen Spektrum, also im schlimmsten Ausmaß, also Baerbock-Grüne, zuordnen. Das sind dann Organisationen wie Queerlab. Ja, Queerlab wurde dann auch in der AK da vorgestellt. Und da will ich jetzt mal einen kleinen Ausschnitt, was auf der AK-Facebook-Seite sich findet, vorlesen, weil das auch eine unfreiwillige Komik hat. Also Queerlab ist eine Organisation, die stellt sich so vor: Wir bieten Massagen, Piercings oder Tattoos an. Unsere Mitglieder haben einen linken politischen Hintergrund. Viele verstehen sich als Anarchistinnen, als Feministinnen. Wir orientieren uns an den Prinzipien der gewaltfreien Kommunikation und treffen Entscheidungen im Konsens. Wir denken, dass die Voraussetzung für Frieden ein Sieg der Ukraine ist. Deshalb spenden wir 50% unseres Einkommens an die Streitkräfte. Wir entscheiden im Kollektiv, an welche Einheiten wir spenden. Also das ist, finde ich, genau der absolute
postmoderne Super-GAU an Niedergang von jeglicher Vernunft, wo man, also man sagt, oh, gewaltfreie Kommunikation ist wichtig, aber es ist total wichtig, Krieg zu führen auch gleichzeitig. Also die Kommunikation muss gewaltfrei sein. Da darf man dann wahrscheinlich keinen Genderstern vergessen, aber dass die Nazi-Bataillone mit unserem Geld schießen, das finden wir super und das unterstützen wir. Also das ist wirklich kaum mehr, ja, das ist bizarr. Das ist wirklich eine Karikatur von allem, was man nur als Linkssein verstehen kann. Was ich wirklich erschreckend finde, ist, da haben auf Facebook, ich habe ein bisschen gelesen, ich bin gleich durch, aber das ist, glaube ich, noch eine wichtige Schlussbemerkung zu diesem schaurigen Kapitel. Da haben Linke Kritik geübt in den Talkbacks und haben gesagt, aber so könnt ihr das doch nicht machen. Ja, und ihr müsst doch auch mal die anderen Linken sehen. Ja, die antikapitalistische Linke, die marxistische Linke war damit gemeint natürlich hauptsächlich. Und da sagt dann AK, also ich zitiere jetzt hier auch von Facebook, Zitat, es gibt in der Ukraine aktuell im Grunde keine nicht-Russland-treuen Linken, die das ablehnen. Und damit meinte AK Aufrüstung und Krieg. Was es noch gibt, sind ein paar Organisationen und Parteien, die kommunistisch oder links im Namen tragen, aber seit Jahren nichts anderes machen, als die Talking Points der russischen Regierung zu wiederholen. Von unseren Gesprächspartnern wurden sie als rechte Parteien beschrieben. Also das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Also es werden alle antikapitalistischen Linken, kommunistische Parteien und so weiter, werden jetzt einfach von AK oder beziehungsweise mit Verweis auf Aussagen der proimperialen ukrainischen Linken, werden sie als rechte Parteien beschrieben. Das ist das, was ich mit orwellianischer Verkehrung meine. Vielleicht können wir nochmal konkret über die Situation dieser Teile der Linken eigentlich reden, die ja sehr gerne von deutschen Linken vergessen werden. Also wenn deutsche Linke davon sprechen, wir müssten jetzt irgendwie ukrainischen Linken zuhören, dann werden halt meistens eben die Linke gemeint, die du eben aufgezählt hast, Susanne. Aber halt dann ausgelassen, dass es halt noch einen anderen Teil gibt, also vor allem von Kommunistinnen, die halt aktuell, aber schon seit Jahren massiver Repression ausgesetzt sind. Und du bist ja auch eine Kennerin der konkreten Lage vor Ort. Vielleicht kannst du da nochmal das mal ausführen, eigentlich, wie dort die Repressionen aussehen gegen Kommunistinnen zum Beispiel, gegen Antikapitalistinnen und genau. Ja, also man muss tatsächlich sagen, dass die Lage dieser Linken, die du eben beschrieben hast, verheerend ist, dramatisch ist, tragisch ist. Ja, diese Linke ist im Prinzip in der Ukraine komplett zerschlagen. Und das heißt, diese Linke ist entweder im Exil, das sind die Glücklichen, muss man wirklich sagen, die haben noch Glück gehabt. Auch das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Menschen, die teilweise über Nacht ihre Existenz, ihre Angehörigen, ihre Familie, ihre Freunde, ihre was weiß ich nicht alles, ihr Berufsleben hinter sich lassen mussten, um ihre Haut zu retten, ja, Klammer zu. Der Rest sitzt im Knast, wird zum Teil gefoltert. Es gibt auch Leute, die ums Leben gekommen sind, das auch freundlich gesagt, die umgebracht wurden. Und da rede ich jetzt nicht ausschließlich von Odessa, aber auch Odessa sollte man tatsächlich nicht vergessen, was da passiert ist. Das war ein Pogrom, ja, und das muss man, glaube ich, immer wieder auch thematisieren, weil viele Leute meinen, das könnte man ja ruhig getrost auch jetzt mal abhaken oder sie verdrängen es einfach. Jetzt kommen wir zu der Realität für die, die im Knast sind oder unter Repressionen leiden. Also wir haben ganz, ganz wenige Fälle, die überhaupt das Licht der Öffentlichkeit im Westeuropa erreichen. Das müssen wir erstmal realisieren. Also wenige Leute schon kennen den Fall von den beiden Konsumolzen, also hier Michail und Alexander Kononowitsch, ja, das sind schon mal wenige, die überhaupt darüber etwas erfahren. Die stehen vor Gericht, ja, die sind eingeknastet worden. Sie sind schon Jahre Nazi-Terror ausgesetzt gewesen und jetzt sitzen sie im Knast und stehen vor Gericht. Zu ihren Verbrechen in Anführungsstrichen gehört, dass sie eine Demo, nur eine kleine Kundgebung gegen den Krieg und gegen die NATO-Beteiligung gemacht haben. Man kann wirklich im Moment davon ausgehen, dass insgesamt, und das sind Leute, die sehr
wie soll man sagen, sehr ausgiebig recherchiert haben und Leute, die im Untergrund arbeiten und im Exil haben, leben müssen. Man kann davon ausgehen, dass die Zahlen, die da zusammenkamen, nämlich von etwa 30.000 Menschen, die von Repressionen betroffen sind, dass die in etwa stimmen. Ja, das sind natürlich nicht nur Linke, das sind überhaupt Menschen mit abweichender Meinung. Ja, das sind teilweise kritische Journalisten und so weiter. Also 30.000 Menschen werden von Verfahren überzogen. Aus welchem Zeitraum genau? Also jetzt seit dem Ausbruch des Krieges oder jetzt in den letzten Jahren? Man muss dazu sagen, viele saßen ja schon in den letzten Jahren im Gefängnis. Es gab am 3. März eine Verhaftungswelle. Vor allen Dingen in Dnipro ist das passiert und anderen Großstädten. Es gab einen Kanal, Repression in der Ukraine, also einen Telegram-Kanal, der solche Fälle zusammengetragen hat, immer wieder die neuesten Schreckensmeldungen verbreitet hat, die auch meistens also gut dokumentiert und belegt hat. Dieser Kanal wird jetzt auch repressiert. Die ukrainischen Sicherheitsbehörden versuchen, den jetzt platt zu machen. Im Moment ist er unterbrochen. Ich befürchte Schlimmstes. Ja, Leute, also wirklich, das ist wirklich eine absolute Hexenjagd, die da stattfindet. Es gibt Fälle von Folter. Wir haben jetzt gerade Kontakt zu einem Dissidenten aus Sicherheitsgründen, nenne ich den Namen hier nicht. Das ist ein Mann, hatte früher sogar einen Parlamentssitz, also in der Welchowner Rada im Nationalparlament. Der war früher Liberaler, ist heute im linken Spektrum anzusiedeln. Ja, der Mann hat vor einiger Zeit, das ist noch nicht lange her, das war im Juli, sehr ungebetenen Besuch bekommen. Und zwar vom ukrainischen Inlandgeheimdienst, SBU, und von unbekannten Personen, also Personen, die sich nicht vorstellen wollten, die ganz offensichtlich Nazischläger waren. Ja, der Mann wurde zu Hause, er wurde malträtiert, er wurde getreten, ihm wurde eine Rippe gebrochen, das ist von seinem Arzt bestätigt, er wurde eingeschüchtert, schikaniert und jedes Detail dieser Heimsuchung kenne ich jetzt nicht. Einiges kann ich nicht sagen. Wir hatten einen Fall sehr gründlich dokumentiert, nämlich den Fall Alexander Matjutschenko in Dnipro. Dem ist nämlich Ähnliches passiert. Der ist vom SBU regelrecht überfallen worden zu Hause. Und hier das gleiche Muster. Es war ein Schläger vom Azov-Bataillon dabei. Das wissen wir deshalb ganz genau, weil dieser Schläger hinterher mit dem Abzeichen des Azov-Bataillons, also mit Wolfsangel und schwarzer Sonne, damit geprahlt hat. Die Fotos, die er aufgenommen hat, während er und seine Kumpanen Alexander Matjutschenko geschlagen und malträtiert haben. Das hat er dann noch ins Internet gestellt, weil er da unglaublich stolz drauf war. Und man muss wirklich sagen, ich spitze das jetzt mal zu. Ich denke, dass wir dort ein System haben, das sehr ausgefeilt mittlerweile ist, weil man jahrelang am lebenden Objekt ja üben konnte, das wirklich nach dem Vorbild der Gestapo und SA agiert. Und ich sage das jetzt ganz bewusst, ich rede da von den ersten Jahren des Faschismus an der Macht in Deutschland. Da war das auch arbeitsteilig, dass man auf der einen Seite, also war da eben Gestapo, das ist so, würde ich mal sagen, ähnlich agiert halt, also der SBU, also der Inlandgeheimdienst. Und so die Funktion von der SS, später von der SA. Entschuldigung, umgekehrt. Erst von der SA, die ist ja 34 zerschlagen worden, später von der SS. Also sind diese Funktionen haben heute so diese Schlägerbanden beispielsweise von Azov oder rechten Sektor oder die na berüchtigte Nazi-Gruppe C14, das war die Jugendorganisation von Svoboda. Die sind besonders militant.
Viele dieser Organisationen sind auch miteinander verbunden und vernetzt. Ich fand das sehr interessant, wenn ich das noch sagen darf. Ich habe gerade vor wenigen Tagen von Siegfried Krakauer das Buch Totalitäre Propaganda noch mal angefangen zu lesen. Das ist so ein Buch, das ist weniger bekannt, weil es war lange verschollen, dieser Essay, diese Studie von ihm. Ist erst 2013 erschienen. Und er hat sich da, also mit Propaganda, wie der Titel schon sagt, auseinandergesetzt. Aber er hat auch dargelegt, warum Propaganda eben auch sich des, also mit dem Terror engstens verbunden ist. Und er hat über die Methoden der damaligen Zeit was geschrieben, das ich eben kurz hier, was ich kurz zitieren möchte. Er hatte gesagt: Gestapo und faschistische Milizen verschmelzen nicht mit der offiziellen Polizei, bewahren vielmehr ihre Unabhängigkeit und unterdrücken eine etwaige Opposition inoffiziell mit Mitteln, die sich jeder Kontrolle entziehen. Und er meinte eben, dass illegale Gewalt ein sehr effizientes Mittel ist von rechten Regierungen, und er meinte das damals bezogen auf den Hitlerfaschismus, weil sie eben völlig unberechenbar ist, ja, weil sie viel besser Drohkulissen aufbauen und aufrechterhalten kann und die Menschen in ständiger Angst halten kann, weil sie einfach immer im Ungewissen sind. Was passiert jetzt? Wie weit geht das? Während, ja, wenn der faschistische Terror in die offizielle Polizei, ja, in die Polizeistrukturen integriert werden, dann wäre das einfach übersichtlicher und dann wäre es weitaus mehr gesetzlich geregelt, zwar auch repressiv, aber es wäre nicht so unberechenbar. Und Terror setzt auf Unberechenbarkeit, auf Überraschung, auf diese ständige Drohkulisse, und die Opfer wissen nie, wie weit gehen die, wann kommen die, was machen die überhaupt was? Und ich finde, das, was Krakauer da, die Studie ist ohnehin sehr, sehr lesenswert, da beschreibt, das sind genau die Methoden, mit denen mittlerweile der Repressionsapparat der Regierung eines demokratisch gewählten Präsidenten, der keinen Tag vergehen lässt und ohne sich als lupenreiner Demokrat zu inszenieren, was er absolut nicht ist. Ja, das ist die Situation heute, das ist der Zustand heute. Und dann ist es natürlich umso skandalöser, dass es im Westen und vor allen Dingen im Täterland Deutschland keine Linke gibt, die mit dieser heftig terrorisierten, repressierten, gefolterten, eingeknasteten und auch in Einzelfällen ermordeten Linken solidarisch ist, überhaupt mal sich die Mühe macht, zur Kenntnis zu nehmen, in welcher wirklich entsetzlichen Situation diese Linke in der Ukraine ist. Ja, auf jeden Fall ein großes Armutszeugnis. Also ich glaube, ich würde jetzt nicht so weit gehen und sagen, dass in der Ukraine jetzt der Faschismus schon an der Macht ist, aber ich glaube, es entlarvt schon sehr gut auf jeden Fall dieses Narrativ von der liberalen und blühenden Demokratie in der Ukraine, die von Russland bedroht werden würde. Ja, und krasser kann der Widerspruch zwischen dem, was du erzählst und was hier an Moralpropaganda läuft, und auch Moralterror, würde ich es fast schon nennen, zur Begründung von Krieg und Imperialismus, eigentlich gar nicht sein. Susanne, du wolltest was sagen? Ich wollte nur noch ergänzen, dass, bevor wir uns hier missverstehen, ich habe auch nicht gesagt oder auch nicht gemeint, dass der Faschismus in der Ukraine an der Macht ist. Die Ukraine ist, ich sage es mal vorsichtig, noch kein faschistischer Staat, aber die Elemente des Faschismus verdichten sich. Da ist ein Unterschied, aber das ist trotzdem wichtig, zur Kenntnis zu nehmen, dass man sich auch faschistischer Methoden bedient. Bewährter Methoden, die man von anderen Ländern aus der Historie des Faschismus an der Macht eben kennt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Selenskyj ist kein Faschist, aber er ist eben auch kein Demokrat. Ich halte ihn für durch und durch korrupt. Es ist ja auch bekannt, dass er Steuerbetrüger ist.
und dass er keine Hemmungen hat, mit Nazis zusammenzuarbeiten. Er hat Nazis ausgezeichnet, er hat Nazis befördert. Also er hat einen Pakt mit diesen Leuten geschlossen, aber das macht ihn natürlich noch nicht selber zum Faschisten. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig zu betonen. Und trotzdem ist der Kontrast, das ist das, was ich eben meinte, zu dem, was hier geschrieben und gesendet und publiziert wird, einfach wahnsinnig enorm, wenn man also bedenkt, dass so wahnsinnig moralisch argumentiert wird die ganze Zeit. Ich habe tatsächlich letztens eine Sendung von Markus Lanz gesehen, ich glaube einen Ausschnitt davon, in dem er sich wirklich nicht entblöden konnte, allen Ernstes davon zu sprechen, dieser Krieg hier, das wäre ein Kampf von Gut gegen Böse. Ja? Und wir haben häufiger ja, weiß ich nicht, Harry Potter oder Marvel-artigen Fantasien, wo wirklich ja, infantilem Niveau moralisiert wird. Und das hat mich nochmal erinnert an etwas, was der Kommunist Ronald M. Czernikow mal geschrieben hat, ich glaube 89. Da hat er gesagt, der Westen hat, und das ist so ein alter Trick, möchte ich jetzt mal zitieren, die Moral eingeführt, um über Politik nicht reden zu müssen. Moral, weil sie unter allen möglichen Standpunkten ausgerechnet den Herzzerreißenden wählt, macht sich selber handlungsunfähig, deshalb ist sie so beliebt. Und das ist richtig eine Methode. Ne? Ja. Ständig ist die Rede vom Kampf einer blühenden Demokratie in der Ukraine gegen den russischen Autoritarismus. Und das ist ja wirklich absurd. Aber was besonders auffällt, ist, dass vor allem das Emotionalisieren, also zusammen eigentlich im Gepäck mit dem Moralisieren, ja eigentlich etwas ist, was wir täglich erleben. Und Susanne, da du eine, soweit ich weiß, auch an Wilhelm Reich geschulte Marxistin bist, würde mich da tatsächlich mal interessieren, wie kann das eigentlich funktionieren? Weil einige Dinge sind ja nicht so schwer zu recherchieren oder einige Tatsachen sind ja jetzt auch nicht total weit entfernt. Wie können diese Mechanismen der Doppelmoral und der Propaganda massenpsychologisch so gut funktionieren? Hast du da Erklärungen oder wie erklärst du dir das? Ja, das ist, glaube ich, eine ziemlich komplizierte Angelegenheit, die man sich aber tatsächlich, ich bin total froh, dass ihr das mal ansprecht, das tut nämlich sonst keiner, die man wirklich ganz genau analysieren muss, um ganz viele Mechanismen, also ne, Wirkmechanismen überhaupt zu verstehen. Erstmal klar, man kann moralisieren und Emotionalisierung ganz schwer voneinander trennen. Sie sind so effektive Mittel der Kriegspropaganda wie meiner Erinnerung oder meines Wissens nach noch nie. Und ich glaube, erstmal muss man, glaube ich, feststellen, dass das einfach mit dem Entwicklungsstand des Kapitalismus zu tun hat. Also wir haben erstmal eine Produktivkraftentwicklung, die es eben möglich macht, die Medien so arbeiten zu lassen, dass sie die maximale Emotionalisierung eben auch umsetzen können. Ja, Stichwort Video. Also die Videos sind, glaube ich, ein zentrales Medium in diesem Krieg. Das hat so vorher noch nie stattgefunden, nicht mal 2014. Das hat eben mit dem Smartphone zu tun, dass jeder das hat und jeder das nutzt und dass die Nutzungszeit pro Tag immer länger wird bei den meisten Leuten. Und man spricht ja auch mittlerweile schon von TikTok-Krieg. Ich glaube, das ist nicht unbedingt falsch, das so zu nennen. Man muss aber eben gucken, was das alles mit sich führt. Also wenn das richtig ist, was ich eben gesagt habe, dann ist natürlich auch die Ästhetisierung der Politik in einem Ausmaß möglich, wie es noch nie möglich war. Da muss ich jetzt auch wieder kurz in die Geschichte gehen. Walter Benjamin hatte 1936 in seinem berühmten Kunstwerkaufsatz genau dieses Thema angesprochen. Ja, und er hat das als einen zentralen Zug der Propaganda des Faschismus beschrieben. Ja, Ästhetisierung der Politik. Und das heißt eben, dass man alles über sinnliche Wahrnehmung vermittelt, über Emotionen vermittelt, dass man eben aber auch die Politik popkulturell anmalt, um es mal so zu sagen. Ja, dass man versucht, sie mit popkulturellen Mitteln aufzuhübschen, ja, eben zu ästhetisieren.
Um mal ein Beispiel zu nennen, es wäre in den 60er, 70er Jahren undenkbar gewesen, dass sich ein Spitzenpolitiker bei Wahlkampfauftritten irgendwie wie Rambo oder wie, also irgendeine Figur aus der Kulturindustrie inszeniert. Wir haben das bei dem damaligen Verteidigungsminister zu Gutenberg erlebt, ja, dass der sich wie so ein Gladiator in der Arena aufgeführt hat und sich dazu Filmmusiken von irgendwelchen Helden eben einspielen lassen hat bei seinen Auftritten. Ja, also die Politiker versuchen sich wie Helden der Kulturindustrie aus irgendwelchen Filmen, aus meistens Hollywood-Produktionen, zu inszenieren. Und man könnte jetzt Hunderte, Tausende von Beispielen und mit Techniken auch der Ästhetisierung der Politik hier sprechen, das würde den Rahmen hier sprengen. Aber man muss leider sagen, dass das, was Benjamin damals dem Faschismus bescheinigt hat, heute im Kapitalismus Mainstream ist, ja, in der Politikinszenierung und in der Propaganda. Und das ist, glaube ich, ein ganz gewaltiges Problem. Und deswegen wird davon, also taucht das in so einer enormen Dichte in den Medien auch auf. Also eine Folge des Ganzen ist eben, dass tatsächlich Emotionen zum Produktionsmittel avanciert. Das hatte ein Kulturwissenschaftler gibt es, ich glaube, der lebt in Berlin, der heißt Byung-Chul Han, das ist eigentlich ein Postmoderner, der aber auch viel zu marxischer Theorie gearbeitet hat. Und da hat er, finde ich, einige interessante Beobachtungen gemacht. Und er hat da eben gesagt, dass tatsächlich im Kapitalismus, in seiner Werbung für sich selber, tatsächlich von einer Diktatur der Emotionen zu sprechen sei. Ja, und er hat dann auch gesagt, was natürlich fördernd ist, dass diese Emotion so dominiert, ist, dass die Kommunikation sich maximal beschleunigt hat. Das sehen wir in den sozialen Medien. Ja, guckt euch mal Videos an, die superschnellen Schnitte. Und vergleicht das mal mit Filmen vor 30 Jahren oder so. Also die Schnitte sind unglaublich schnell, sind rasend. Und so laufen aber auch teilweise Nachrichtensendungen, so laufen Talkshows ab und so. Es wird alles unglaublich beschleunigt. Also jede Form der Kommunikation wird einfach unglaublich schnell gemacht. Und ich fand es ganz interessant, er hat dann gesagt, naja, Rationalität, die Vernunft, ist immer langsamer als die Emotionalität. Das ist so das Naturgesetz. Und das macht es diesen Leuten unglaublich leicht. Da sind die Leute also regelrecht Beute, die halt Medien konsumieren. Und da setzen halt Leute wie Markus Lanz drauf. Und ich meine, auch dieses ganze Gut und Böse Gerede ist natürlich letztendlich einmal in der Kulturindustrie, aber ein Medium, wir kennen es aus den Märchen, aber ne, die Märchen sind ja auch in die Kulturindustrie in moderner Form eingegangen. Aber wir kennen das natürlich auch aus der Politik. Denkt damals an die Rhetorik von Ronald Reagan, die Achse des Bösen. Ja, das war schon in den 1980er Jahren. Und Leute wie Markus Lanz machen daraus eben heute Popkultur. Man muss natürlich auch noch sagen, was das Schlimme an dieser ganzen Sache ist, dass das Ganze ja auch noch sich wirklich steigert. Also dass die Ästhetisierung der Politik ja auch noch andere Folgen hat, nämlich tatsächlich, dass man Krieg als etwas, als orgiastisches Fest der Sinne begreift. Ja, also, dass man sich dafür richtig begeistern kann. Und das hatte Walter Benjamin eben damals auch thematisiert. Und ich fürchte, dass das, was er damals an Schönheit und ne, also Schönheitskult des Krieges, den der Faschismus betrieben hat, dass das eben letztendlich heute für den Kapitalismus im Krieg gilt. Na, also man darf jetzt nicht den Fehler machen zu sagen, weil das jetzt alles so passiert. Deswegen ist Deutschland jetzt auch faschistisch oder so. Aber erstens muss man feststellen, es gibt eine Verdichtung faschistischer Elemente in der Politik, in der Kultur, in der politischen Kultur.
Aber man muss einfach sagen, dass es der Kapitalismus selber ist, der totalitär geworden ist. Ja, dass der Neoliberalismus ist einfach viel rigider. Er diktiert Emotionen, er diktiert unseren Gefühlshaushalt. Und in der Tat, du hast das vorhin angesprochen, hier wäre wirklich wichtig, den Feudomarxismus wieder zu beleben und einige Erkenntnisse, die Wilhelm Reich zum Beispiel in der Massenpsychologie des Faschismus 1933 festgehalten hatte, eine wichtige Studie, die müsste dringend aktualisiert werden. Und es müssten eben viele Erkenntnisse des Feudomarxismus, die völlig untergegangen sind, die wären jetzt einfach wichtig, wieder aufzurufen, um als Analyseinstrumente anzuwenden bei dieser, ja, da hast du ja recht, systematischen Emotionalisierung, die hier stattfindet. Das hat System und man kann sich da eben auch auf Erfolgskonzepte, die der deutsche Faschismus tatsächlich entwickelt hatte, kann man eben gut zurückgreifen. Und das tut man zum Teil. Ob man es immer bewusst tut, weiß ich nicht, aber man tut es. Da fällt mir auch noch ein Beispiel ein. Und zwar gab es ja auf dem Parteitag der Linkspartei letztens auch den Fall eines Parteimitglieds, die aus Köln kam und die selber auch einen ukrainischen Background hat und da auch sehr stark über diese Schiene der Betroffenheit und auch der Emotionalisierung, weil sie da auch sehr stark in Tränen ausgebrochen ist, sozusagen jede Kritik am NATO-Kurs oder auch an Waffenlieferungen in die Ukraine damit sozusagen Platz zu machen, Platz zu bügeln. Genau so ist das. Also man muss auch wirklich sagen, also man könnte sagen Totschlagargumente, aber es sind eben ja gar keine Argumente. Ja, es sind wirklich, man wird totgeschlagen mit den Tränen einer einzelnen Person. Und wenn man das ausschließlich macht, dann ist tatsächlich, dann haben wir einen Irrationalisierungsprozess im politischen Diskurs, der wirklich keinerlei Aufklärung, keinerlei Objektivität, kein Argument mehr gelten lässt. Ja? Und ich glaube, darauf läuft das auch gerade alles hinaus. Ja, und das ist ja genau das, was Tschernikow meinte in dem Zitat. Ne? Also ja. Roman und Emotion, um genau über Politik nicht reden zu müssen, um sich dieser Ebene zu entziehen. Ne? Und über Interessen, ne? Ökonomische Interessen. Ja, und über Interessen, ja, genau. Ne? Und das ist auch so wirklich so ein bisschen der kategorische Imperativ, wer zuerst heult, hat Recht. Warum man diese Emotionalität auch so hysterisch bemüht, hat, glaube ich, aber auch damit zu tun, dass man, je lauter man über sein eigenes Schicksal heult, in dem Fall diese ukrainische Frau, die sich als Linke bezeichnet oder ukrainischstämmige, was dabei aber auffällt, ist eben, dass man so laut heult, dass man das Geheul der Menschen, die auch leiden oder vielleicht sogar noch viel mehr leiden, nicht hören muss. Ja? Und mir fällt irgendwie auf, dass Mitleid, dass natürlich die Menschen, die jetzt im Krieg leiden und natürlich auch in der Westukraine wirklich verdient haben, gilt überhaupt nicht für die Menschen in der Ostukraine. Ja? Die zeigt man lieber gar nicht erst. Was gerade in Donetsk passiert, was heißt gerade, seit 8 Jahren passiert, darüber wird überhaupt nicht geredet, über die toten Kinder, über die Kinder, die von den Granaten der ukrainischen Armee zerfetzt wurden, wird kein Wort verloren. Ja, in diesen Tagen, also gerade vorgestern ist es passiert, wurden dort Minen verschossen. Ja, das ist Clustermunition, die streuen massenhaft Minen, sogenannte Blattminen oder Butterfly-Minen. Die liegen dort überall rum. Wenn man da drauf tritt, verliert man mindestens seine Beine, wenn nicht mehr. Darüber wird überhaupt nicht geredet. Und da, du hast das Wort Doppelmoral, glaube ich, eben genannt, da merkt man dann eben, dass die Emotionalisierung auch dazu da ist, ganz viele Aspekte dieses Krieges, die gebunden sind an Verbrechen der Ukrainer und an dem Verbrechen, dass der Westen Waffen liefert, ja, um das alles zu vertuschen, zu verschleiern, zu vernebeln. Also das ist wirklich eine riesige Desinformations- und Manipulationskampagne, mit dem diese Emotionalisierung
und Moralisierung verbunden ist. Ja, und bei dieser wirklich auch sehr wirkmächtigen Propaganda, das muss man ja leider eingestehen, fragt man sich natürlich, was kann da eigentlich die Gegenbewegung sein? Und eigentlich müsste man ja davon ausgehen, dass sowas wie kritische Kunst und Kultur, also vor allem Satire oder das Kabarett oder auch eine bestimmte Art von Liedern eine Möglichkeit sind, um auf subversive Weise, also dem herrschenden Diskurs etwas entgegenzusetzen. Man muss aber sagen, und das ist ja auch nicht neu, aber hier fällt es nochmal sehr stark auf, tatsächlich scheint das Gegenteil der Fall zu sein. Also von Sendungen wie der Heute Show oder der Extra 3 oder so ist vielleicht sowieso nicht mehr viel zu erwarten. Das kann man irgendwie vielleicht abschreiben. Aber auch Formate wie Die Anstalt scheinen ja relativ schnell eingeknickt zu sein vom herrschenden Diskurs. Und ich würde sogar sagen, es ist noch schlimmer. Häufig sind diese Formate ja so aufgestellt, dass man sich oberflächlich äußerst kritisch gibt, manchmal sogar rebellisch. Man schmückt sich sogar mit progressiven Labels, Symbolen, Begriffen. Und dann landet so eine progressive, scheinbar progressive Kritik häufig in der Pointe, dass Scholz angeblich nicht genügend schwere Waffen liefert. Also das ist dann die Kritik an der Bundesregierung, die moralische Kritik an der Bundesregierung. Und das Ganze wird aber in einem Gestus der Herrschaftskritik vorgetragen. Also mit den Symbolen und den Mechanismen, die man vielleicht kennt. Und Fundamentalkritik gibt es eigentlich nur am imperialen Gegner, niemals an der eigenen herrschenden Klasse. Das fällt sehr auf und das machen auch Kräfte, von denen man das früher vielleicht nicht erwartet hat. Und da ja auch an das Gedicht An den Schwankenden von Brecht gedacht, das vielleicht einige kennen, wo es heißt unter anderem, unsere Parolen sind in Unordnung, ein Teil unserer Wörter hat der Feind verdreht bis zur Unkenntlichkeit. Also das ist wirklich Realität und scheint mir auf dem Höchstmaß gedreht worden zu sein. Ich frage mich da manchmal wirklich, wie kann man das eigentlich noch entlarven und wie kann man dem entgegentreten? Also habt ihr eigentlich überhaupt noch, frage ich mal an euch beide, irgendwie Hoffnung in die Kunst als subversive Waffe oder ist das weitgehend erledigt gegenwärtig? Also in der wirkmächtigen Kunst jedenfalls. Also ich glaube, dass Kunst, also auch linke Gegenkultur und linke Kunst eigentlich wichtiger ist denn je. Aber ich sehe aktuell auch leider sehr wenig an wirklich kritischen Stimmen aus der, also an kritischen linken Stimmen aus der Kulturindustrie. Also ich kenne halt so, also ich kenne zum Beispiel etwas kleinere Projekte, wie zum Beispiel King Veganismus One heißen die, glaube ich, die ja zum Beispiel auch satirisch das Thema aufgegriffen haben und auch kritisch, aber die haben ja jetzt nicht so die große Reichweite. Ja. Also ich muss sagen, ich kenne da jetzt irgendwie wenig. Naja, und ich halte tatsächlich die Stimmen aus dem vermeintlich linken Spektrum, progressiven Spektrum sogar durchaus für gefährlicher. Also das, was ich eben beschrieben habe. Ne? Also diese, die integrieren oder noch durch das ganze kritische Potenzial abfangen. Ihr habt jetzt gerade dieses Beispiel genannt, King Veganismus One, die jetzt als Satire-Band, glaube ich, AK, Culture, Bandera auftreten und sich über die ganze, also über die NATO, den NATO-Patriotismus lustig machen, über die ganzen Widersprüche der Grünen und anderen Akteuren in unserer Gesellschaft, die ähnlich denken, also ne, mit Spott und Hohn völlig zu Recht ergossen haben und die auch natürlich die faschistischen Elemente auch in dem ganzen Russenhass, der jetzt grassiert, aufgespürt haben. Ich muss aber wirklich sagen, also ich find das Stück großartig. Ich freue mich auch riesig, dass die auf dem UZ-Pressefest Ende August ist, auftreten werden. Aber ich muss jetzt wirklich lange überlegen, ob ich überhaupt noch ein anderes Projekt in Deutschland nennen könnte, das irgendwie vergleichbar Kritik geübt hätte. Ich sagte es vorhin schon, man ist ja schon froh, wenn die Leute nichts mehr sagen. Und es ist in Deutschland so, dass die überwältigende Mehrheit der Künstler lieber gar nichts sagt. Ein Teil plappert tatsächlich ganze Kriegspropaganda nach. Und es gibt dann noch so ein paar Spezialitäten, die ich sehr, sehr bedenklich und auch wirklich nicht ungefährlich finde, die sich hier ereignen. Aber ich will noch mal was Grundsätzliches sagen. Man muss also schon sehen, dass da eben auch einfach enorme Bemühungen sind, Kunst und Kultur gleichzuschalten. Ich würde das auch wirklich ganz streng unterscheiden, Kunst und Kultur.
Vor allen Dingen würde ich niemals Kunst und Kulturindustrie gleichsetzen, weil das sind Gegensätze. Also die Kulturindustrie ist der Feind der Kunst und möchte die Kunst zerstören. Das ist ihre Aufgabe als Vehikel des Massenbetrugs im Kapitalismus. Ich glaube, das ist erstmal sehr wichtig. Und deswegen ist es natürlich klar, dass sie Kriegspropaganda macht. Das ist ihre Aufgabe. Ja, für sie ist es natürlich besonders gut, wenn sie scheinbar oder vielleicht auch ehemals scheinbar ehemalige kritische Kultur, da sind natürlich besonders die Bereiche Satire, Kabarett, die ihr schon genannt habt, wenn sie die besonders vereinnahmen, weil die eben als kritisch daherkommen. Du hast das ja auch eben beschrieben, also ne, dass man auf Regierungskurs geht, wird als große Dissidenz gefeiert. Man inszeniert sich dadurch, dass man satirisch und dass man sich der Mittel des Kabaretts bedient, als Opposition, obwohl man eigentlich nichts anderes tut, als Regierungspolitik lustig aufbereiten oder scheinbar lustig. Und muss man aber eben auch sagen, dass das auch alles Anzeichen sind, dass eben Deutschland in diesem Krieg nicht nur verstrickt ist, sondern tatsächlich auch Teilnehmer ist, eben nur ohne eigene Streitkräfte in der Ukraine einzusetzen. Ich muss ja immer dran denken, es gab 1928 ist das, glaube ich, erschienen, und das ist auch später zum Standardwerk der Kriegspropagandaforschung geworden. Es gab ein Buch, das hieß Falsehood in Wartime. Das ist, der Autor ist Arthur Ponsonby. Der ist, fast niemand kennt ihn heute noch, aber man kennt noch ein Diktum von ihm, das wird unentwegt wiederholt, nämlich die Wahrheit sei das erste Opfer des Krieges. Ja, das sagt einem was. Ja, und der hat damals sehr richtig festgestellt, dass es für die Kriegspropaganda entscheidend ist, zumindest zu suggerieren, dass Persönlichkeiten und Wissenschaftler und vor allen Dingen Künstler und Intellektuelle auf der Seite der Kriegsherren sind. Ja? Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Man versucht mit allen Mitteln, diesen Konsens zwischen Künstler und der NATO-Politik herzustellen. Und das kann man ganz gut, weil die meisten Künstler sind total abhängig von Medien, sie sind total abhängig von PR, sonst können sie einpacken. Die meisten sind auch noch freiberuflich tätig, das heißt, sie müssen unentwegt Angst haben, keine Engagements zu bekommen, keine Verträge zu bekommen, keine Medienaufmerksamkeit zu bekommen. Und deswegen sind sie sehr, sehr anfällig für Korporatismus und auch leider Opportunismus. Also ich muss sagen, wenn man manche Künstler so sieht, das hat eine gewisse Tragik. Also ich habe manchmal die Bilder vor Augen, ohne die Systeme jetzt gleichzusetzen, wie damals beim Wunschkonzert der Wehrmacht. Ja, da stand ein Heinz Rühmann auf der Bühne, der offensichtlich kein Nazi war und vielleicht auch gar nicht so begeistert von dem Zweiten Weltkrieg. Und er hat dann da die große Propagandashow für das Regime gemacht. Ja, da hatte man ihn eingespannt. Ob ihm gedroht wurde, so weiß man nicht. Ich will auch nicht behaupten, dass hier Künstlern direkt gedroht wird, aber es wird indirekt mit letztem Berufsentzug gedroht. Und das reicht ja, wenn man Angst um seine Existenz haben muss, dann reicht das für viele Künstler. Lieber doch mitmachen. Und wie gesagt, die Anständigen halten dann wenigstens ihren Mund. Und das muss man schon fast würdigen. Ich habe aber gesagt, wenn ich das noch eben sagen darf, weil das ist mir jetzt wirklich wichtig, wir haben hier noch ein anderes Problem. Wir haben einfach das Problem, dass durch ukrainische Kulturindustrie der Nationalismus und Faschismus hier zu Mainstream-Pop gerade entwickelt wird. Das ist noch in den Anfängen, ja, das ist noch in den Anfängen, aber wir erleben jetzt schon eine ziemliche Welle von bandaristischen Pop-Auftritten, ja, von allen möglichen Veranstaltungen. Ich finde, so ein bisschen Sinnbild ist für diesen ukrainischen Pop, und da rede ich jetzt von der gesamten Kulturindustrie,
im Sinne von populärer Kultur. Da gibt es ein Restaurant in Lviv. Ich weiß nicht, ob ihr davon mal gehört habt. Das ist total kulturindustriell aufbereitet. Das ist so ein Event-Restaurant. Da kann man auf Lenin schießen. Ja, und ich finde, das ist genau das, was hier diese Bands machen. Sie sind extrem nationalistisch, sie sind zum Teil neofaschistisch und sie machen letztendlich nichts anderes als alles, was mal links war, was demokratisch war, was in irgendeiner Weise sich noch dem Humanismus verpflichtet fühlte, wirklich auszuradieren. Also ich nenne jetzt nur mal so ein paar Beispiele, also die hier gerade auf Tournee sind, also zum Beispiel Oleg Skripka, ja, das ist, der ist der Kopf einer Band, die so, das ist so Folk-Pop, die heißen Wobbly, Vido, Pliasova. Ja, das kommt hier alles total nett her. Man denkt, unpolitischer, lustiger Pop, der aber hier eben Unterstützungsarbeit für die Bevölkerung in der Ukraine macht und Geld sammelt. Ja, aber in Wahrheit sind das Bandaristen. Ja, wenn man dann mal genauer guckt, was macht denn der Herr Skripka so, wenn er in der Ukraine unterwegs ist, dann singt er zum Beispiel das Banderistenlied Batschko Nasch Bandera. Also Batko Naschkan Bandera heißt es genau. Also unser Vater Bandera. Ja, das kann man sehen. Dann fällt mir einer, so ein absoluter Popstar, Werka Serdutschka, war beim Eurovision Song Contest vor einigen Jahren. Ja, der singt im ukrainischen Fernsehen genau dieses Batko Nasch Bandera, also diese Bandera-Hymne. Aber das wird eben leider noch schlimmer. Es sind eben auch Nazis hier auf Tournee. Ja, also mir fällt da ein Sergej Michailok. Der hat verschiedene Bandprojekte. Ja, der war jetzt gerade hier auf Tournee. Solche Künstler, die auch mit Azov verbunden sind, von denen es Fotos gibt mit Leuten mit Misanthropic Division fahren. Ja, solche Leute können in der Saarlandhalle auftreten. Das ist überhaupt gar kein Problem mehr. Die singen da natürlich nicht, ihr lassen da nicht ihre faschistische Gesinnung raus. Sie wissen natürlich, dass das hier verboten ist, Nazi-Symbole zu zeigen. Und sie wissen, dass Holocaust-Leugnung und was alles mit dem Faschismus und Neofaschismus verbunden ist, dass das hier nicht so gut ankommt. Das behalten die hier für sich, aber das ändert nichts daran, dass sie selber diese Gesinnung haben. Ja? Also ich will so mal was noch mal ein Beispiel nennen, was mich wirklich geschockt hat, war, dass hier auf der Reeperbahn, ich lebe ja in Hamburg, gibt es ein Lokal Indra. Da haben 1960 das allererste Mal die Beatles außerhalb ihrer Heimatstadt Liverpool gespielt. Da war eine ukrainische Künstlerin, die dort also so richtig antirussische Show gemacht hat. Also angekündigt war das, ich habe es im Internet gelesen, ja, eine Stunde gnadenloser Zerstörung der verabscheuungswürdigsten Feinde der Galaxie, höflich genannt der russischen Invasoren. Und dann steht da drunter, steht auf für die Bosheit des Tages, für frische Emotionen und Steigerung der Russophobie. Ja, dass 20% der Einnahmen gehen an die ukrainischen Streitkräfte. Ja. Das ist mittlerweile Alltag. Und das auch so in linken Szenevierteln bundesweit können solche Künstler, wenn man sie so nennen möchte, auftreten, ungehindert. Es gibt keine Proteste, es gibt überhaupt keinen Widerspruch. Oder auch in Berlin, glaube ich, 2017, hast du, glaube ich, auch geschrieben, dem Artikel Bandera Superstars. Da gab es auch einen Auftritt von einem ukrainischen DJ und Produzenten. Ich glaube, der hieß Juri Gurschi oder so, im Maxim Gorki Theater, wo er auch Bandera ganz offen gefeiert hat. Und die Veranstaltung wurde auch unter anderem vom ukrainischen, sage ich schon, vom Berliner
Kultursenator Klaus Lederer unterstützt, also von der Linkspartei, ne? Der sonst immer als erstes jeden als Antisemiten diffamiert, der Israel kritisiert. Genau, also das, um das nochmal genauer zu sagen, das war 2017 schon. Deswegen sage ich ja, das hat alles, das akkumuliert jetzt, das wird jetzt zum Tsunami, aber das findet die ganzen Jahre schon unbehelligt statt. Also vielleicht nochmal genauer, es war 2017 im Maxim Gorki Theater ein Bandera-Musical. Und tatsächlich vom besagten Juri Guzzi und Marina Frenk, Schauspielerin. Und die haben den Bandera als Partisanenführer vorgestellt, ja, und haben alles Mögliche in Frage gestellt, was historische Tatsachen sind, nämlich dass Bandera bekennender Faschist und eliminatorischer Antisemit war. Das ist bewiesen, das hat er durch seine eigenen Aufrufe und Schriften, also nun wirklich mit zahlreichen Dokumenten, die man heute noch ohne weiteres finden kann, ist belegt. Und tatsächlich hat die Kulturbehörde des Berliner Senats unter Klaus Lederer, Partei Die Linke, die Fördermittel für dieses faschistische Grusikel oder Faschistenversteher-Grusikel, muss man es wahrscheinlich lieber genauer nennen, gegeben. Aber was eben kein Einzelfall ist, wie man gleich noch an anderen Beispielen sieht, da könnte ich noch viele nennen, ich nenne vielleicht noch mal zwei, ist, dass eben wieder Linke dabei beteiligt sind, Nationalisten und Faschisten umzuetikettieren. Ja, es gibt zum Beispiel einen Schriftsteller, der geht hier viral, übrigens auch schon seit 2014, Serhii Chandan, Ukrainer, war Anhänger des Maidan, ist ein chauvinistischer Kriegstreiber. Ja, der wird von der Rosa-Luxemburg-Stiftung allen Ernstes als linker Schriftsteller vorgestellt und wurde schon von diversen linken Strukturen in Deutschland auch eingeladen. Nur mal eben so als noch Randbemerkung: Dieser besagte linke Schriftsteller war Frontunterhalter für das Mordbrenner-Bataillon Aida. Ja, das sind dann eben die angeblich linken Künstler. Jetzt, das ist aber eben kein deutsches Phänomen. Billy Bragg, ja, die große, große Singer-Songwriter-Legende, ja, Gewerkschaftsliedermacher-Ikone und so weiter. Ja, der feiert eine Band auf seiner Facebook-Seite ab, die Beton heißt. Die haben einen Song gemacht, Kiev Calling. Das war ein Song, wo die NATO aufgefordert wurde zum Eingreifen. Da fragt man sich allein schon, warum muss ein Billy Bragg ein Stück über das Eingreifen der NATO machen und also, ne, das promoten. Da geht es schon mal los. Aber das geht leider noch weiter. Diese Band, die er da promotet hat, findet man im Internet mit T-Shirts der OUN, also der faschistischen Organisation von Bandera, mit auch Bandera-Porträt auf dem T-Shirt. Dann haben Leute Billy Bragg damit konfrontiert, auch Fans von ihm, und haben gesagt, das kannst du doch nicht machen. Und dann hat er sich mit dieser Band auseinandergesetzt und die Band hat dann gesagt, nö, nö, wir sind aber Antifaschisten. Banderistische Antifaschisten gibt es offenbar in der Ukraine. Und dann haben sie noch gesagt, ja, und diese Geschichte um Bandera sei ja sehr umstritten und also die üblichen Ausflüchte, wenn man Bandera als Faschisten und Befehlshaber von Massenmördern, wenn man diese Taten relativieren will und wenn man die Geschichte umschreiben will, ja, dann kommt immer der Begriff umstritten und dann haben die sich da unglaublich, also haben unglaublich gelaviert und sich geaalt, gedreht, gewendet, haben dann gesagt, okay, wir nehmen das Foto jetzt mit den Bandera-T-Shirts raus und wir wollen ja keine Gefühle verletzen. Und ratet mal, wie ihre Erklärung unterschrieben war mit dem Sieg Heil der
ukrainischen Faschisten, nämlich mit Slava Ukraini. Ja. Da muss man ja mal nebenbei erwähnen, dass Olaf Scholz das neulich ja auch ausgesprochen hat. Ja. Ich will es nur noch mal erwähnen. Ja, das ist total wichtig. Es ist total wichtig, ein deutscher Bundeskanzler ruft das Sieg heil der ukrainischen Faschisten. Das ist wichtig, das zu sagen, und das kann man gar nicht oft genug sagen. Und ich hoffe, dass das auch in 10 Jahren noch erinnert wird. Ist aber eben schlimm, wenn linke Künstler solche Umtriebe, ja, solche, wie soll man sagen, Relativierung, Vernebelung und natürlich auch Ästhetisierung von Faschismus unterstützen. Das finde ich unglaublich gefährlich, was da gerade passiert. Ja, vor allem zeigt es, glaube ich, auch ganz gut, dass es keine Einzelfälle sind, ne? Also es ist ja wirklich sehr, sehr, sehr verbreitetes Phänomen aktuell. Genau, aber jetzt also neben der Vereinnahmung von Teilen der Kultur, der Kunst und der Satire für Kriegspropaganda gibt es ja auch noch die Seite der Kommerzialisierung von Kriegsästhetik und Kriegspropaganda. Und du hast ja auch einen Artikel geschrieben, Susanne, der heißt Warenästhetik des Krieges. Und da schreibst du unter anderem auch davon, ja, wie halt Kriegspropaganda praktisch als Konsumprodukt vermarktet wird. Zum Beispiel gibt es bei Amazon Werbung also für eine blau-gelbe NATO-Edition. Und damit auch eine Werbung für NATO-Beitritt der Ukraine oder auch für Sticker und Notizbücher mit Symbolen des faschistischen rechten Sektors. Flo meinte eben heute zu mir auch noch, dass er zum Beispiel im Schanzenviertel in Hamburg an so einem Hipster-Friseurladen auch Flaggen der Ukraine gesehen hat, LGBT, also neben einer LGBTIQ-Flagge und einer NATO-Flagge, wahrscheinlich auch, um linksliberal nochmal heiß zu machen, dort öfter mal ja, sich die Haare schneiden zu lassen als Verkaufsargument. Dazu sagen, der Traum von einer Baerbock quasi in einem Friseurladen, das ist unglaublich gewesen. Ja. Aber das war anscheinend ein Verkaufsschlager für Linksliberale. Ja. Genau, und was du auch geschrieben hast in seinem Artikel, also ich zitiere mal jetzt einen Satz, den ich auch sehr interessant fand in dem Zusammenhang, Zitat, die Militarisierung der Kultursphäre und des Lebensalltags in der rasenden Geschwindigkeit, wie sie allgegenwärtig im Ukraine-Krieg vonstatten geht, ist nur möglich, weil der äußerlich betrachtet hohe Zivilisationsgrad der modernen Welt nicht als Schein ist, Zitat Ende. Kannst du da vielleicht nochmal näher darauf eingehen, was du mit dem Satz meintest, also vor allem auch im Zusammenhang mit dieser wahren Ästhetisierung des Krieges? Ja, also ich wollte damit ausdrücken, dass der Krieg doch in weiten Teilen der Welt Normalzustand ist und nicht Ausnahmezustand. Und ich wollte auch ausdrücken, dass der Krieg unter dieser ganz dünnen Decke der westlichen Zivilisation, auch anderer, immer lauert. Der ist immer da. Ja? Der ist sozusagen kontingent vorhanden. Also dieser heraklitische Satz, der Krieg ist der Vater aller Dinge, ist so falsch mal nun nicht. Ich fand es auch interessant, ich habe vorhin Siegfried Krakauer, diese lesenswerte Studie, totalitäre Propaganda, erwähnt. Na, er hat auch nochmal daran erinnert, dass die faschistische Bewegung so nie hätte existieren können, wenn der Erste Weltkrieg nicht da gewesen wäre. Also dass der Erste Weltkrieg war der Geburtshelfer der faschistischen Bewegung. Das hat Krakauer wohlweislich gesagt, ohne natürlich die Ökonomie zu vernachlässigen. Also er kennt schon die materialistische Basis sozusagen, aber des Krieges und des Faschismus vor allen Dingen. Aber er hat eben auch diesen engen Zusammenhang gesehen. Und was ich da geschrieben habe, rekurriert natürlich auf wesentliche Aussagen in der Dialektik der Aufklärung von Max Horkheimer und Theodor W. Adorno, die eben darauf hingewiesen haben, dass mit Auschwitz ja unweigerlich belegt war, dass die Barbarei im Zentrum der Zivilisation, der kapitalistischen Zivilisation wohlgemerkt lauert und nicht an der Peripherie. Ja, Auschwitz ist nicht im Kongo stattgefunden, hat sich nicht ereignet irgendwo in der Südsee oder sonst wo, sondern in dem Land, das sich gern als das Land der Dichter und Denker bezeichnet, in dem Land, wo die Aufklärung Funken gesprüht hat. Und so weiter und so fort, einem der reichsten Länder der Welt, eines der entwickelsten Länder der Welt, da hat das stattgefunden.
Und das muss nicht immer gleich zur Menschheitskatastrophe kommen. Es muss nicht immer gleich Völkermorde geben. Im Moment findet kein Völkermord statt, auch wenn das immer in der Kriegspropaganda auch unentwegt behauptet wird. Aber wir haben hier einen entsetzlichen barbarischen Krieg, der im vollen Gange ist und der nicht aus dem Nichts gekommen ist, ja, der sich entwickelt hat, der aus den Widersprüchen des Kapitalismus entstanden ist, der aus Rechtsentwicklungen entstanden ist, die damit verbunden sind und so weiter und so fort. Und das wollte ich damit sagen. Ja, das war nicht weit weg. Das lauerte unter der sehr, sehr dünnen Oberfläche der westlichen Hemisphäre. Und das ist wichtig. Natürlich gilt das auch für andere kapitalistische Sphären und das heißt also im Prinzip auf der ganzen Welt. Und du fragtest, wenn ich das noch kurz sagen darf, zur Warenästhetik. Naja, dann ist natürlich klar, dass die ganze Warenproduktion und der ganze Handel, also sprich die Zirkulation, natürlich irgendwo immer mit diesem Krieg und der Möglichkeit, dass Krieg ausbricht, um es mal so verharmlosend zu sagen, ja, dass das passiert, immer irgendwo verbunden ist. Und man muss eben sehen, dass es da auch eine wechselseitige Beschleunigung gibt und dass eben die Reklame für normale Waren in Kriegszeiten angereichert wird mit Kriegspropaganda und damit die Waren besser verkauft werden. Man muss aber eben auch sehen, dass dass der Krieg über die Waren besser verkauft wird. Also das ist ein Synergieeffekt zwischen Krieg und dem normalen, wie soll man sagen, Warenproduktion und Warenhandel. Und diese Maschine läuft nach und nach heiß und diese Maschine wirft die bizarrsten Produkte aus, einige habt ihr genannt. Und vor allen Dingen sorgt diese Maschine dafür, dass die herrschende Klasse unglaublichen Profit daraus schlägt. Und dieser Profit ist sowohl in der Kriegspropaganda, schlägt er sich nieder, als eben auch in Umsätzen von großen Konzernen. Ja, auf jeden Fall, Krieg ist ein gutes Geschäft, ne? Ich habe gedacht, vor dem Hintergrund von all dem, was wir heute Abend besprochen haben, ist es ja eigentlich unfassbar, dass so wenig auch im bewussteren Teil der radikalen Linken oder der marxistischen Organisation läuft. Also früher hieß es ja mal, Antifa muss praktisch werden. Ne? Und angesichts dessen, was in der Ukraine passiert, ist es kaum nachzuvollziehen, warum keine Kundgebung vor der ukrainischen Botschaften stattfinden, also auch den vernünftigen antifaschistischen Strukturen heraus. Und es ist natürlich allen klar, die Kräfte, die hier noch wirklich oppositionell sind, sind rar gesät. Und das gilt auf allen Ebenen. Deswegen vielleicht nochmal abschließend die Frage, was wäre jetzt eigentlich jetzt zu diesem Zeitpunkt die vordringlichste Aufgabe? Also das ist die alte Frage, was sollten wir tun? Naja, also ich würde schon sagen, dass die aufgeklärten Linken tatsächlich aktiv werden müssen. Also du hast es selber gerade gesagt, ein Protest vor der ukrainischen Botschaft oder dem Konsulat wäre mal nicht verkehrt. Es wäre wichtig, die Kräfte, über die wir jetzt eben gesprochen haben, die den Faschismus, Militarismus und Krieg enttabuisieren, ästhetisieren, die Verbrechen, die dabei passieren, verschleiern. Diese Kräfte werden überhaupt nicht zur Rede gestellt. Ja, es gibt ja nicht mal eine Debatte, geschweige denn, dass diese Leute, die das betreiben, dieses Geschäft betreiben, mal sich rechtfertigen müssten. Ich habe nicht erlebt, dass es nennenswerten Protest gegen die Vorgänge zum Beispiel auf dem Erfurter Parteitag der Partei Die Linke gegeben hätte, innerhalb der Partei, außerhalb auch kaum. Es gibt kaum eine Ideologiekritik. Also ich lese ganz, ganz wenige Analysen dieser Vorgänge. Es gibt einige Medien. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass das überhaupt nicht stattfindet. Man kann in der jungen Welt eine ganze Menge dazu lesen und
man verzeih mir jetzt, wenn ich die anderen, die das auch sehr aufrichtig und sehr gut machen, wenn ich die jetzt nicht alle aufzähle, nicht etwa, weil es so viele sind, aber ich müsste jetzt wirklich genau überlegen und müsste jetzt Beispiele bringen, das kann ich gerade nicht. Aber wenn man das mal in der Gesamtsituation sieht und wenn man sich die Dramatik der Lage anschaut und wenn man darüber nachdenkt, was im Herbst hier auf die Bevölkerung zukommt. Ich rede jetzt gar nicht von der Bevölkerung von der Ukraine, die weiter leidet, weil dieser Krieg vorangetrieben wird mit allen Mitteln. Wenn man sich das alles mal vor Augen führt, dann ist das wirklich skandalös, was da alles versäumt wird. Über die Künstler haben wir gesprochen. Auch da kann man nur sagen, dass Linke, die in Kunst- und Kulturproduktion aktiv sind, sollten vielleicht mal darüber nachdenken, wie sie aufklärerischen und emanzipativen Protest mal ausdrücken können. Ich muss aber natürlich auch gleich mir an die eigene Nase fassen hier und natürlich sagen, dass ich als Redakteurin des Magazins Melodie und Rhythmus natürlich auch ganz viel tun muss, damit diese Künstler, die sich das trauen, ja, die noch sich trauen, Opposition zu sein, die nicht Opportunisten sind, die nicht Faschismus verschleiern und vernebeln, die den Krieg hassen und bekämpfen, die also den kategorischen Imperativ nie wieder Krieg, nie wieder Faschismus wirklich ernst nehmen, ja, die brauchen natürlich auch Medien, die brauchen Unterstützung, die brauchen Auftrittsmöglichkeiten, die haben sie ja kaum. Und da sind wir natürlich gefragt, diese Künstler bekannt zu machen, mit diesen Künstlern zu sprechen, diesen Künstlern eine Bühne zu geben, auf der sie sich äußern können. Und da sind wir als relativ einsame Kulturzeitschrift in der Landschaft, die tatsächlich eine klar oppositionelle Haltung formuliert, stehen wir vor einer enormen Herausforderung. Die Tragik des Ganzen ist im Moment noch, dass wir dieser Herausforderung nicht mal im Ansatz so nachgehen können, wie wir das gerade uns wünschen. Ich glaube, heute rächt sich ganz brutal das, was Peter Hacks schon 1990 in seinem wirklich bemerkenswerten Essay Unter den Medien schweigen die Musen beschrieben hat. Die Kunst ist systematisch zerstört worden durch die Medien, durch westlich geprägte Medien, durch kulturindustriell geprägte Medien. Und das heißt natürlich, auch wenn die Kunst so derartig beschädigt wurde, dass natürlich das auch für den Journalismus gilt, der versucht, dieser Kunst eine Stimme zu geben, ein Podium zu geben. Und das heißt, im Klartext gesprochen, es gibt halt fast keine marxistischen Kulturjournalisten mehr. Und das ist gerade das riesige Problem der M&R. Wir brauchen dringend Verstärkung, wir brauchen dringend Kollegen, die in unserer Redaktion mitarbeiten. Wir schreiben schon seit Monaten Stellen aus. Wir haben es noch nicht geschafft, sie zu besetzen. Und deswegen sage ich nochmal hier ganz klar, wer wirklich was tun möchte, wer das Journalistenhandwerk beherrscht, wer Berufserfahrung hat, wer Lust hat auf marxistischen Kulturjournalismus, der auch angriffslustig ist und der die Kriegstreiberei und die Faschistenversteherei angreifen will und vieles andere mehr, was nicht in Ordnung ist, der soll sich jetzt bitte ganz schnell bei uns bewerben. Die Ausschreibung findet sich auf der Seite der Jungen Welt, auf der Homepage. Da ist das Anforderungsprofil und ich freue mich über jede Bewerbung, die bei uns auf dem Tisch landet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald in Berlin zum Vorstellungsgespräch. Ja, und dieser Appell geht auf jeden Fall nach draußen. Wir werden das auch nochmal verlinken. Und das gehört eben auch zu dem, was tun, ne? Also Opposition und Gegenwehr auf allen Ebenen. Und diese journalistische Sparte ist unglaublich wichtig. Die M&R kann ich wirklich
empfehlen. Das sage ich nicht nur, weil Susanne heute zu Gast war. Susanne mit Stahl, vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass du hier warst. Danke auch von mir. Vielen herzlichen Dank für die Einladung.